11, 12, 12 Pferde. Gefleckte Pferde, braune Pferde, gepunktete Pferde, Pferde, die aussehen wie eine Kuh. Braune Pferde mit irgendwelchen Mustern drinne. Da. Viel Spaß damit. In welche Richtung muss ich jetzt? Ich glaube in diese. Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste auf jeden Fall noch Steine farmen gehen. Das werde ich jetzt gleich auch noch machen. Einhornpferde, Zweihornpferde, Dreihornpferde. Berittene Pferde. Nicht berittene Pferde. Leute, ich habe mich verlaufen. Verflogen. Ach, wie auch immer. Weißt du was? Home. Gehen wir jetzt noch ein bisschen Pflasterstein kurz abgraben. Ranken haben wir noch ein paar, brauchen wir weitaus mehr, pass auf. Bevor wir jetzt aber gleich gehen. Ranken wachsen ja bei mir an der Hauswand. Oh, genau, schmeiß weg. Damit die schon mal nachwachsen können, können wir die hier freudig abgrasen. So. Die brauchen wir nämlich für die bemoosten Pflastersteine. Auf engsten Raum wirklich an alles gedacht irgendwie. Naja, fast alles. Vieles fehlt noch. Vieles haben wir noch nicht. Farmwelt. Schrägstrich Warp. Farmwelt. Ich doppelt Schrägstrich geschrieben, alles klar. Läuft, würde ich sagen. Hier wird es wieder Nacht. Dorfbewohner sind wohl alle ausgestorben. Na, noch nicht alle, aber fast alle. Wo waren wir denn eben? Da ist die Schlucht. Die Schere können wir wieder oben reintun. Genau, hier haben wir... Oh, nicht hier. Nein! Bäm, Junge! So, wir gehen jetzt weiter abgraben. Fuck Creeper. Creeper-Schaden ist übrigens aus. Genau wegen solchen Momenten. Ach, da haben wir ausgegraben. Ich wollte schon sagen, irgendwo war das doch. Das hält mich so ein bisschen gerade an 7 Days to Die. Wir brauchen Steine für Zement. Einhornpferde erinnert mich gerade so ein bisschen an The Crew, jetzt wo ich gerade nochmal den Satz da lese. Auch ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne eigentlich mal gespielt habe. Da gibt es auch so Gimmicks drin.
wo du ein Einhorn finden kannst, wo du ein Yeti finden kannst, ein Bigfoot und so weiter und so weiter. Oder halt eine Military Base hier à la Area 51 und sowas. Hätte ich eigentlich auch nochmal Bock reinzuschauen. Das Wild Run zum Beispiel, das Add-on habe ich mir geholt, nie gespielt. Genauso wie Far Cry 4 und keine Ahnung was. Alles so Games, ich will sie gerne mal spielen, aber kein Bock alleine. So, Crew wäre noch machbar. Aber Far Cry 4 zum Beispiel hätte ich nur Bock im Koop, bin ich ehrlich. Genauso wie GTA 5 hätte ich auch mal wieder Bock, aber ich will es nicht alleine. Multiplayer macht halt nur wirklich mit Leuten Bock zusammen. Weil es da verschiedene Modi gibt, Schlitzer-Modi und Co. Man gegen andere auch antritt. Oder vielleicht auch in Freundeskreis antritt. Aber Bock hätte ich da auf jeden Fall schon mal. Da würde ich natürlich der Kev freuen, wenn ich dann irgendwann mal wieder einen Horror-Titel spielen werde. Layers of Fear ist ja jetzt endgültig fertiggestellt, muss ich nochmal von neu anfangen. Ob du dich so amüsiert hast, wenn ich mir in die Hose geschissen habe, werde ich wahrscheinlich nochmal spielen. Und ich habe da noch ein paar andere, The Park zum Beispiel. Auch Hölle sich mal über mich amüsieren kann, wenn ich mir in die Hose kacke. Kev, das kann ich dir gleich sagen, wenn ich zu Hause bin. Jetzt gerade bin ich in der Farmwelt Steine abgraben. Wenn ich hier volles Inventar habe, bin ich nicht kurz nach Hause, sage ich dir die Koordinaten. Also schreibe ich sie da auf. Im Chat. Übrigens meine ersten Soundbefehle für den Stream eingefügt. Zum Beispiel für, oh, bist du doof zum Beispiel. Ausrufezeichen dumm, also wie Dummheit. Und dann da hinten noch ein DI dran, also Dumdi. Ich weiß aber halt nicht, ob sie funktionieren. Ich finde mich ja mit dem Programm erst zurecht. Und weil Tyx gefragt hat, ob ich auch solche Befehle habe, habe ich so ein bisschen umhergeschaut und schon mal so einen Befehl halt eingefügt. DI noch hinten dran. Ja, aber zusammengeschrieben. Hä? Warum geht denn der jetzt nicht? Hier ist, da fängt schon an. Ach, Dummi. D-O-U-M-M-I. Das siehst du jetzt gleich im Stream. Ich kenne mich mit dem Programm überhaupt nicht aus. Just so fun, probiere ich das aus. Was funktioniert, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Verstand benutzen. Jawohl. Ja, Mann, bist du blöd. Du sollst aber deinen Verstand benutzen. War schon richtig. D-U-M-M-I.
Bilahaha oder Bilahaha. Ja, ist richtig. Danke dir für den Follow. Bilaha, willkommen. Genau, Xunoctor. Weißt du, wo der... Yay! X-Knopf ist, der D-U-M-M-I war's. Setman. Hat einen Cooldown. Hast du gefunden, Kev? Alles klar. Yay! Rick, danke für den Flow. Ein Skelett. Ich weiß bloß nicht wo. Und ich bin voll. So. Steine kloppen ist so eintönig, echt. Für zwei. Für zwei, willkommen in der Familie. Pförderein. Kann ich eigentlich Gravier wegtun? Jawohl. Wollte schon sagen, wäre jetzt übel gewesen, wenn er kein Koppel mehr gewesen wäre. Nice one. Da sind wir auch wieder voll. Also brauchst du jetzt den Wegpunkt nicht mehr, Kev, ja? El Quiso de la Viso. Alles klar, Kev. War mal wieder so ein Lieber, weißt du, der Xunoctor. Reinkommen, Follow da lassen, scheiß Skinhead schreiben, auf Wiedersehen. Find's immer lustig, echt. Ja, so Hobbylose, naja, egal. Nicht über aufregen, Romiat, sowas wird's leider immer geben. Kanne machen, du nix. Ich will eigentlich nicht. Hier haben wir noch Cobblestone.
Könnt ihr mal Just for Fun in die Richtung hier graben? Ich bin froh, hier dieses Admin-Tool für Spitzhacke zu haben. Das benutze ich übrigens auch nur für die öffentlichen Bauten, also Points of Interest. Damit die halt schneller fertig werden, weil Farmerei ist echt Hammer. Was? Er wollte es ihr rauslassen. Vater nicht sagen, aber alles klar. Ich muss überlegen, ob ich da unten jetzt einen Kerker reinbaue, ob ich das mit diesem Fallloch da lasse. Also ein Thronsaal wäre schon nicht verkehrt. Wenn das so ein bisschen wie Ruine aussehen soll, dann, naja. Oh lol. Du kommst mit den Koordinaten nicht klar. Warum nicht? Sagen wir so, X und Z sind wichtig, der Rest eigentlich nicht. Y ist nämlich die Tiefe.